Jo, ouch! Da sind wir wieder. Kopf am Mikro gestoßen. Super. Jo, es geht weiter, Leute. So, ich habe jetzt auch mal überlegt, so während der Pause. Das Spiel macht ja eigentlich übelst Spaß. Wir werden es heute definitiv nicht durchkriegen. Dafür kommen wir einfach zu schleppend voran. Wir wollen das Ganze ja auch hier genießen. Habt ihr Bock auf das Spiel? Wenn ja, würde ich das jetzt hier die nächsten Tage öfter streamen, außerhalb jetzt dieser Horror Night, die ich alle zwei Wochen samstags mache. Könnt ihr gerne schon mal einen Kommentar im Chat unten da lassen, damit ich da Bescheid weiß, ob ihr das Ganze feiern würdet oder nicht. So, jetzt geht's hier raus zu unseren zwei Dudes, die auch schon warten und uns anrotzen. Und hier konnte ich noch nichts machen, oder? Oh, zum Glück bin ich safe, wenn ich hier irgendwo dran bin. Okay. Okay, der hat mich erwischt. Hier können wir durch. Dann machen wir das mal. Tun wir jetzt hier aktuell mal alles abgrasen, wo wir gerade vorher nicht durchkamen. So, Operationswerkzeuge scheinen in keinem guten Zustand zu sein. Ja, das ist schlecht. Wow, da ist ja noch einer! Okay, ich versuche den jetzt hier mal... Ich versuche auf meine Ressourcen zu achten. Wir haben ja gesaved. Vorsicht, unser Gesundheitszustand. Wir versuchen es einfach mal hier mit dem Ding. In der Hoffnung, dass wir den down kriegen. Dann können wir es nochmal austesten. Wer jetzt hier der Stärkere ist. Okay, er ist der Stärkere. Okay, wir halten nicht lange durch mit dem komischen Schlagknüppel. So, Spiel laden. Wir haben ja zum Glück nicht allzu viel jetzt nachzuholen. Aber zumindest wissen wir da jetzt schon mal Bescheid, dass wir hier zuhauen. Also, dass Zuhauen uns jetzt nicht allzu viel bringt. Ja, direkt einen auf die Fresse bekommen beim Reinkommen. Verpiss dich. So, Zahnarztpraxis. Da rotzt er einfach mal irgendwo hin. So, ich versuche jetzt einfach mal mit dem Knüppel. Wir haben ja schon ein paar Headshots verteilt. Boah. Sehr gut, jetzt hat es funktioniert. Also wir brauchen gefühlt vier Schüsse. Vier, fünf Schüsse. Das Wasser ist abgedreht. Da kommt ja noch einer. Lebt der noch? Warum lebt denn der? So, wie... Oh. Wir sind in Gefahr. Wir müssen uns heilen. So, hier einmal Heilo. Aber wir sind immer noch nicht gut geheilt. Oh, verdammt! Und schon wieder in Gefahr. So, also wir kommen hier nicht weit ohne unsere Pistole. Aber die Munition ist halt auch fast aufgebraucht. Jetzt ist er tot. Also wir brauchen doch ein paar mehr Schüsse. Das ist halt schlecht. So, und ja, Heilung wird halt auch sehr knapp aktuell. Röntgenbilder, sehr gut, brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier? Oh shit, ich habe gedacht Heilung. Okay, Munition brauchen wir auch, das ist klar, aber so, wieder was zu lesen. 17. September 1941, als ich leise hinter meinem Vater herkroch, schlug die Uhr halb zwei. Ich sah, wie er das Mausoleum betrat, nachdem er drei Elemente auf einer Art Brett platziert hatte. Er durchquerte es ruhig. Ich folgte ihm in einer Entfernung und versuchte, kein Geräusch zu machen. Schließlich wollte ich nicht ertappt werden. An Mutters Grab sank mein Vater auf seine Knie und legte seine Hände auf die kalte Marmorstatue seiner Frau. Er begann zu beten. Oh, sechs Seiten. Ich fühlte mich schuldig, dass ich ihn verfolgte. Diesen kalten und berechneten Mann so zu sehen, bewegte mich. Ich wollte gerade gehen, als Vater aufstand und sich der Engelsstatue näherte. Mutters Marmorgrab bewegte sich langsam zur Seite und gab eine schmale Treppe frei, die in die Dunkelheit führte. Okay, da kommen wir bestimmt später auch nochmal hin. Spiderschwein, moin, was geht? Schön, dass du auch dabei bist. Ja, wir
erkunden gerade. Wir tasten uns langsam ran. Falls du es nicht mitbekommen hast, um was es hier geht, es ist ein Spiel wie die früheren Silent Hill Spiele, wie die früheren Resident Evil Spiele, also so Oldschool Horror. Man muss Ressourcen sammeln, Munition, Heilung und sowas, muss damit gut haushalten. Und der Klassiker schlechthin, man kann nur speichern an einer Schreibmaschine, wenn man vorher ein Farbband oder Tonband gefunden hat. Ja, das macht das Ganze ein bisschen schwerer. So, das ist die Grundinformation und ja, ich hoffe, du hast Spaß an dem Spiel. Freut mich, dass du da bist. So, ich wollte gerade gehen, als Vater aufstand. Achso, die Statue, ja. Er stieg die Stufen hinab. Ich zögerte dafür einen Moment. Meine Beine wollten nicht weitergehen, aber ich stand auf und folgte ihm nach unten. Drinnen hörte ich metallerne Klänge und den Hall fließenden Wassers. Einige Momente später stieß ich auf eine Leiter. Ich kletterte hinab und fand mich in einem langen steinernen Tunnel wieder, voller Röhren und Abwasser. Ich sah Vaters Silhouette um eine Ecke verschwinden und folgte eilig. Vor mir tauchte eine große Metalltür auf und eine Gruppe Männer, die sonderbare Anzüge trugen. Ah, das waren bestimmt die Anzüge, diese ABC-Schutzanzüge, wo wir vorhin gefunden haben. Wenn ich das jetzt hier so richtig deute. Wie solche, mit denen man sich vor Radioaktivität schützt. Ja, hätte ich mal weitergelesen. Jeder von ihnen hielt einen riesigen Hammer. Mein Vater stieß zur Gruppe und sie empfingen ihn mit einem Aneinanderstoßen ihrer Hämmer. In Krankenhausbetten beiderseits der Gruppe lagen offensichtlich Körper, die mit Laken bedeckt waren. Mein Vater zog einen der verstörenden Anzüge über. Benommen von Angst löste ich einen Ziegel aus der Wand. Er fiel zu Boden mit einem Geräusch, als würden tausende Gebäude in sich zusammenstürzen. Ich konnte fühlen, wie sich mir ihre Augen zukehrten und ich floh in die Richtung, aus der ich gekommen war. Ich hörte ihre kehligen Stimmen schreien und die Hämmer, die sie auf den Boden schmetterten. Okay, klingt irgendwie schon krass nach Sekte, oder? Was wir hier entdeckt haben. So, gibt's noch irgendwas hier? Da, ja, Heilung. Oh, sehr gut, die brauchen wir. Müssen wir halt gleich wieder benutzen. Aber dafür sind wir jetzt wieder fit. Ah, okay, wir haben das zweite Plastikherz. Die können wir doch bestimmt kombinieren. Sehr schön, ein Herz aus Plastik. Und eventuell können wir da zum Speicherpunkt gehen, wo die Statue stand. Das würde ich jetzt als logisch ansehen. Die Arzneien in dem Schrank sind hübsch und arrangiert. Okay, es gibt Arzneien. Ja, schade, hätte klappen können. So, aber dann wähle ich halt mal hier das wieder aus. Das Wasser ist abgedreht. So, gibt es hier noch einen Weg außer den? Ich glaube nicht. Ah, das hier haben wir nicht geguckt. Röntgenbilder. Da steht Help. Krass! Leute, seht ihr das linke obere Bild? Wenn ihr da mal genau hinguckt, also man kann Help lesen, aber das sind Operationswerkzeuge. Das sind Scheren, Skalpelle und sonst was, die scheinbar im Brustkorb von einem reinplatziert wurden, damit da Help draus entsteht. Das ist heftig, das, wow. Leute, stellt euch mal vor, ihr seid in irgendeiner Operation, seid betäubt und sowas und kriegt nichts mit und jemand platziert euch einfach mal hier so Haar oder so hier besser für die Cam mit einer Schere, einem Skalpell und was weiß ich, helpt da rein und ihr merkt das nicht, ihr merkt es vielleicht gar nicht, dass da irgendwas Metallenes drin ist und bei einer Röntgenautopsie oder irgendwas wird das rausgefunden oder sowas. Jetzt versetzt euch mal die Lage, ihr seid vielleicht noch am Leben, lasst euch röntgen und da wird festgestellt, dass irgendwas in eurem Körper drinne platziert wurde, wo die Schrift Help beinhaltet. Alter! Ich finde die Vorstellung gerade voll heavy. Ich bin ja eh so ein Typ, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass irgendwas, was nicht in meinen Körper gehört, da irgendwie drin ist und sowas.
aber das ist. Boah, da krieg ich Gänsehaut. Wie geht's euch? So, hab später zugeschaltet, weil ich selbst gezockt habe. Ist doch bestimmt angenehm. Ja, jein. Kommt drauf an. Also, Real Talk Story. Ich hatte einen Kumpel, der hat mal einen Motorradunfall und der hat, ich weiß gar nicht, 10 cm lange Schrauben, davon 4, 5 Stück, 6 Stück, zum Beispiel im Bein gehabt und auch noch, glaube ich, im Arm und sowas. Und wenn ich das mir vorstelle, so irgend so einen metallenen Gegenstand im Körper drin zu haben, ich krieg da innerlich Gänsehaut. Ich könnte das nicht haben. Ich hasse dieses Gefühl, wenn irgendwas in meinem Körper drin ist, was da nicht reingehört. Also, ja, falls ihr das Gequietsche gerade gehört habt, Chandra kann das, glaube ich, nachvollziehen. Noch eine Real-Time-Story. Ihr seht das wahrscheinlich, ich kann es jetzt auch gar nicht so gut zeigen, ihr seht das jetzt hier überhaupt nicht, aber ja doch, hier diesen kleinen, dieses umgedrehte V, Berufsverletzung und sowas. Ich habe mir mal mit einem Messer da in den Arm reingehauen, hat geblutet wie Sau, wurde genäht und allein, dass da Fäden drinne waren, das hat mich fast wahnsinnig gemacht, dieses Gefühl. Ich wollte diese Dinger teilweise einfach nur rausreißen. Ich kann sowas nicht haben. Ekelhaft. Nix da, Mimimi. Ekelhaft. Mimimi. Weißt du, als Mod betätigt sich nicht, aber mich hier dissen von der Seite. Ja, das sind mir schöne Mods. So, was? Hat er auch schon Drähte im Arm? Merkt man kaum, wenn man es nicht wüsste. Ja, aber Ich mag diese Vorstellung einfach nicht, dass da irgendwas in meinem Körper drin ist, was da nicht reingehört. Und wenn ich mir vorstelle, bei meinem Kumpel solche Schrauben waren das, glaube ich, haben die sich genannt. Wenn ich die jetzt in meinem Körper drin hätte und wüsste, dass die da drin sind, boah, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jeder eigen, aber das ist so ein Gefühl, das kann ich überhaupt nicht haben. Also alles andere, kein Problem, aber irgendwas in meinem Körper, was da nicht reingehört, No-Go. Definitiv No-Go. So, jetzt mal weiter zum Spiel hier, weg von irgendwelchen inneren Metallgegenständen. So, jetzt vor lauter Labern. Wo müssen wir denn hin? Es gab hier nur eine Tür, oder? Nicht, dass wir jetzt hier irgendwas verpassen. So. Auch dieses schöne Stück Innereien, was hier so rumliegt. Damit hätte ich zum Beispiel kein Problem. Wenn die vor mir liegen, kein Problem. Aber irgendwas in meinem Körper, nein. Definitiv nein. So, da ist auch schon wieder dieser... Guck wen anders an, du Penner. Kein Bock auf dich. So, wir gehen hier raus. Da haben wir alles erledigt. Da ist nur noch der Safe Point höchstens. So, hier sind keine Spucker mehr. Doch, irgendeine. Da ist einer. Verpiss dich. War hier noch irgendwas? Ich will nur schnell gucken. Achso, nee. Aber jetzt sitzen wir in der Falle. Kommen wir an den vorbei? Ja, kommen wir. Sehr gut. Haben wir wieder eine kassiert. Ist scheiße, ich weiß. So, aber jetzt geht's hier weiter. Hier konnten wir vorher auch nicht rein. Da gehen wir jetzt mal rein. Was? Hier. Das Foto einer Schwester neben einer Patientin. Okay, wir sind im Operationsraum. Bitte gib mir Heilung. Irgendwo. Was zu lesen? Lukas Houston. Okay, Real Talk Insider Houston, ich hasse das, den Namen. Ja, fragt gar nicht nach, nehmt's einfach hin. Manche wissen es, manche nicht. Abendschicht, Wartung der Elektrik, 14.45 Uhr. Die Schwestern meinten, dass ein. Ich hasse diese Texte, wo ein Buchstabe oder sowas fehlt und nicht einfach komplett rauskommen. Die Schwestern meinten, dass eine Lampe auf der Entbindungsstation nicht richtig funktionieren würde. Als ich die Lichter anschaltete, flackert tatsächlich eine der Birnen an der Wand. Oh mein Gott. Als ich sie gerade austauschen wollte, tauchte ein Mann aus dem Nichts auf, packte mich an den Schultern und stieß mich mit... Was? Stieß mich mit? Für jemanden seines Alters unvorstellbare Kraft zurück. Er sagte, dass ich sie nicht berühren sollte. Ich wollte nicht mit ihm aneinander geraten, weshalb ich einfach ging.
Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Warum wollte der alte Mann nicht, dass ich sie berühre? Ich sollte das überprüfen. Okay, hier haben wir noch Blut auf der Seite. Ah, hier gibt es aber noch eine zweite Seite. Es gibt ein Problem mit dem Stromgenerator. Das Gas kann nur unter exaktem Druck gezündet werden. Der korrekte Wert steht auf der Kontrolltafel. Die Info ist jetzt scheiße platziert, weil im Prinzip konnte ich durch die Tür jetzt nur durchgehen, weil ich dieses Ding schon aktiviert habe. Ansonsten hätten wir keinen Strom dafür, um hier durchzukommen. Aber okay. Da ist was. Moni! Zumindest etwas. Hier, Nagelpistole. Wir können unsere Gegner wieder festnageln. So, voll von verschiedenen Medikamenten. Dann gib mir was. Ich brauche was. Gib mir hier irgendwelche Heilungsgegenstände. Was haben wir denn? Ja gut, wir sind fit, aber wir können uns, wenn wir jetzt noch ein paar Mal gehittet werden, nicht mehr heilen. Das ist halt das Problem. Ah, hier ist jemand. Was nichts passiert. Plastikherz vielleicht? Da passiert nichts. Ja, okay, hätte er sein können. Die Brust wurde einfach offen gelassen. Das Herz fehlt. Ihre Brust wurde einfach offen. Okay. Ich probiere es einfach nochmal. Ja, okay. Plastikherz scheint nicht zu funktionieren. Aber der hält was. Ach, der hält diesen Hebel in der Hand. Ah, den brauchen wir für hier diesen Sechskant. Wenn wir den haben, kommen wir weiter. Also brauchen wir jetzt ein lebendes Herz? Real Talk? Echt jetzt? So, da ist nur eine. Ne, von der kamen wir. Oh, diese Kameraperspektiven sind manchmal echt sehr verwirrend. So, gut, das hatten wir. Ich guck's mir trotzdem nochmal an mit dem Typ hier. Was der Vitalzeichenmonitor zeigt, stabile Werte. Also, er lebt noch, so wie es aussieht. Die geballte Faust ist totenstarr. Also irgendwas brauchen wir scheinbar. Ich glaube, da kann ich jetzt noch 10-mal drauf drücken. Aber wir brauchen scheinbar doch jetzt ein Herz. Sollten wir uns mal vormerken. So. Dieses, der Griff über den Schlüsselloch befindet sich Symbol. Okay, dieses Rätsel kapiere ich halt einfach nicht, aktuell. Die ist immer noch verschlossen. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier irgendwas, irgendeinen Gegenstand finden, werden wir das Rätsel auch eher verstehen. Ja, momentan, ja, ist halt, ach Mann, so, ist halt das, was wir brauchen, nicht. Okay, da sehen wir nichts. Hä, hier war ich aber vorher auch noch nicht. Doch, war ich. Okay, dann gehen wir nochmal hier durch. Ach, das war der Weg hier mit dem. Mit dem Toten. Was war denn das? Ne, ist keine. Ich habe gedacht, da wäre so eine Tür, so eine Secret Door oder sowas. So, die war ja auch versperrt hier, die Tür. Wir gucken nochmal zur Sicherheit.
Ist wahrscheinlich sowas wie ein Shortcut, denke ich mal. Ah, das war der, den wir getötet haben. Das war der Durchgang zum Energieraum, ja. Röntgenraum. Gab es hier noch irgendwas? Was? Er ist nicht eingesteckt. You may find what you're looking for in the library. How can I find the library? It's on the second floor of the east wing. Take the stairs in the main hall. Oh, you'll need to unlock the door in the waiting room. Thank you. Take care. Okay, im Warteraum. Generator, Keller. Warteraum, hier. Also ist bei der Haupthalle auf jeden Fall. Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz. So, wir gucken noch mal ganz kurz weiter. Okay, es gibt nur diesen einen Weg hier. Ja gut, wir haben eigentlich alles jetzt soweit erfüllt. Hier ging es nochmal durch, hier oben war nichts mehr. So, wir sind aktuell Generatorraum da unten, Keller West, Haupthalle. So, ich bin ein bisschen lost gerade, was hier unseren Weg angeht. So, das war zu. Das weiß ich. Wir müssen da jetzt mal gucken, wie wir hier in die Haupthalle reinkommen. Beziehungsweise, wo wir da die... Also, irgendwo muss ja die Map sein. Wo wir nochmal gucken können, wo wir genau sind, damit wir das besser einschätzen können. Hier, genau, hier war die Map. So, wir sind jetzt aktuell da, diese Treppe. Wir bräuchten einen Schlüssel oder... Ostflügelkorridor. Eigentlich müssten... Hier? Nee, mit der konnte ich nichts machen. Also das Einzige, was ich jetzt... Ich muss mal nochmal kurz die Map checken. So, also wir sind jetzt hier in diesem Raum. Das scheint der Entbindungsraum zu sein, kann das sein? Entbindungsstation, jawohl. Gut, da müssen wir jetzt nicht drinnen bleiben. Aber wir gucken trotzdem mal die Map an. So, Entbindungsstation sind wir. Ah, hier. Genau, dann laufen wir jetzt hier weiter. Und hier müssten wir dann... ins Wartezimmer kommen und wenn wir geradeaus laufen in die Haupthalle. So, ah, die Haupthalle ist verriegelt. Genau, da ging ja nichts. Ach, was soll jemand anders haben, Penner? Verpiss dich!
Ich will die jetzt auch nicht töten, weil ich nicht weiß, ob sie mir was bringt. So, gut. Unsere Gesundheit ist halt wieder am Arsch. Das war jetzt hier komplett Schwachsinn, was wir gemacht haben eigentlich. So, private Toilette. Ach, halt nein! Oh Gott, jetzt haben wir den ganzen Schaden umsonst kassiert und kassieren jetzt noch mehr für nix. Weil ich ja da lang muss, eigentlich. Also ich wollte ja gucken jetzt hier mit unserem zusammengesetzten Herz, ob das jetzt hier irgendwie... Ah, nein! Warum rennst du nicht? Geil! Geil! Super! Jetzt können wir das Ganze wieder von vorne machen. Oder fortfahren? Bringt mir das was? Haben wir... Nee. Wir haben nur eine Hälfte. Wir hätten wahrscheinlich die ganze Hälfte gebraucht, um zu diesem Typ hier zu kommen, um das hier einzusetzen. Und dann hätten wir wahrscheinlich irgendwas gekriegt. Haben wir jetzt nicht, weil wir gestorben sind. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht gemerkt, wo wir dieses zweite Herz herbekommen haben. Jetzt können wir das Ganze nochmal von vorne abklappern. Aber ich würde sagen, das macht ganz gut Sinn, wenn wir das im nächsten Stream machen. Da sind wir nochmal komplett raus aus der ganzen Materie. Und es nervt mich so, das Ganze halt jetzt wieder von vorne zu sehen. Habt ihr Bock auf einen weiteren Stream mit dem Spiel? Schreibt es mir mal in den Chat rein. Gegebenenfalls auch, wenn ihr gerade das VOD auf YouTube seht unten in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir beenden den Stream jetzt. Ich werde gerade langsam ein bisschen müde. Wie gesagt, die Woche war ziemlich hart für mich und ich wollte eigentlich den Stream heute ausfallen lassen, hatte dann aber doch voll Bock. Hat auch Spaß gemacht, mega Spaß. Ich hoffe, euch auch. Und das Spiel gefällt mir auch super gut, weil es halt das ist, was man heutzutage nicht mehr so oft findet. Und wäre halt cool, wenn ihr das Ganze auch feiert und wenn ihr sagt, ja, ich will davon mehr sehen. So, kommt noch was vom Chat. Ich warte noch mal ganz kurz, bevor ich mich verabschiede. Ist ja hier, glaube ich, ein bisschen zeitversetzt, der Stream. Will ich immer wieder richten, dass das Ganze nahtlos, also möglichst zeitnah alles abgeht, dass wir uns hier unterhalten können. Ich vergesse es halt immer wieder einzustellen und starte den Stream trotzdem. Aber nochmal, hier, Prost, Leute, auf euch. So. Ja, ich glaube, vom Chat kommt nicht mehr allzu viel. Gut, ist schon spät. Die meisten sind vielleicht müde, gucken das zum Einschlafen oder sowas. Auf jeden Fall, Freunde, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und für den Fall, dass es jetzt hier in diesem Stream, ich habe keine Anzeige dafür, ich weiß es nicht. Für den Fall, dass es neue Follower gab oder sowas. Vielen Dank und Grüße gehen raus. Ich werde mal gucken, dass ich für die nächsten Streams mir mal so Alerts mache, damit ich auch weiß, wer mir folgt, damit ich das auch, gut zelebrieren kann, beziehungsweise euch auch direkt danken kann dafür. Und ja, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Stream. Letztes Mal habe ich auch schon gesagt, die kommende Woche ein bisschen öfters und so. Ich kündige jetzt einfach gar nichts an. Folgt mir auf Instagram. Dann kriegt ihr da die Informationen, wann ich live gehe. Kurz vorher oder lange vorher. Und ja, Leute, das war's. Euer Dex macht sich jetzt vom Acker, geht jetzt ins Bettchen. Gute Nacht und tschüss!